Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier einmal einen schönen Golf 3. Wer die Autos noch kennt. Und bei dem müssen wir einen Ölwechsel machen und ich würde mal sagen, los geht's. Motorraum gucken, wie man noch richtig schön Platz hier hat zum Schrauben. Wir werden auch schon immer seltener, diese Motoren. Ja, und ich würde mal sagen, Öldeckel auf. Oh. Ziemlich viel Kurzstrecke, würde ich mal sagen. Oh. Und Öl auch lange nicht mehr gewechselt wahrscheinlich. Wann war der letzte Wechsel? Alter, der sollte ja schon 2017 gewechselt werden. Wir haben 2019. Alter, das Öl will ich mal sehen. So, mit dem 13er. Ach, das war der Kopf rein. So? Scheiße, sieht es gar nicht aus. Ich dachte, das wird viel dickflüssiger. Riecht aber, dass da ziemlich viel Sprit schon im Öl drin ist. Riecht richtig nach Sprit. Ja, dann lassen wir das Ganze mal ablaufen und schrauben den Ölfilter mal ab. So, neuen Kupferdichtring nicht vergessen. Ist man das hier überhaupt da? Jo. Vielleicht ist immer ein bisschen. So. 25 Newtonmeter bekommt die Schraube. Oh, guck mal, wie herrlich man hier an den Ölfilter drankommt. Mit dem 30er. So. Keine Verkleidung, nichts. Kommt man schön dran. So, wichtig ist darauf zu achten, dass hier auch die alte Dichtung abgegangen ist. Da, die schwarze Dichtung nicht da hängt. So, diese Fläche hier dann einmal schön mit frischem Öl schmieren. Und dann setzen wir das Ganze wieder ein. So, das reicht dann auch. Nicht zu fest diesen Ölfilter ziehen und nicht hier mit dem 30er jetzt rangehen und einmal richtig schön festknallen. Eigentlich richtig schön mit Hand fest und einen kleinen Tuck. 25 bis 30 Newtonmeter bekommen die mehr nicht. So, jetzt waschen wir das Ganze hier einmal ab. Wichtig ist es, wenn ihr mit Bremsreiniger das Ganze hier abwaschen wollt, wichtig, wenn ihr den Motor jetzt zu heiß habt, auf gar keinen Fall mit Bremsreiniger hier rangehen, weil Auspuff ist hier, wenn man jetzt noch pustet, kann das Ganze sich hier
ja, in Flammen anfangen zu brennen. Deswegen, der muss kalt sein und dann das Ganze erst mit Bremsreiniger sauber machen. Reicht aber auch eigentlich, wenn man nur mit dem Lappen drüber geht. Da seht ihr, das fließt hier alles drauf. Ja, am besten alles ohne Bremsreiniger machen. Reicht auch, wenn man hier mit dem Lappen drüber geht. So. Also. So, probieren wir so gut wie möglich diesen Schleim hier rauszuholen. So 3,4 Liter, 10 W40. Kippen wir hier rein. Ja, am besten, wenn ihr noch eine Ölspülung bekommt, die hätten wir eigentlich davor machen sollen, können. Das müssen wir aber alles abklären, ob das gemacht werden soll. Gucken wir mal, ob der Ölsprung passt. So, einmal laufen lassen. So, Öldeckel natürlich auch wieder sauber gemacht. So, passt. Jetzt fokussiert er wieder nicht. Es ist schon ein bisschen runtergelaufen. So, ja, Bildzettel noch schreiben. Und dann haben wir das Ganze erledigt. Bei dem Schätzchen hier. Ja, der Schlamm. Ja. Wenn man lange keinen Ölwechsel macht, Kurzstrecke fährt, ja, dann sammelt sich schon mal Kondenswasser ein und dann sammelt sich auch schon mal so ein Schleim ein. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal hattet. Und wir beobachten das Ganze mal. Eventuell noch eine Ölspülung machen. Müssen wir alles besprechen und dann gucken wir mal. Ja, der Ölwechsel hat dem Golf 3 bestimmt sehr gut getan. Wie gesagt, wir müssen das abklären mit der Motorspülung, ob wir das noch durchführen werden. Bei dem Golf 3 kann man den Service auch noch zurücksetzen, was aber hier in dem Fall etwas wenig Sinn macht, weil die Display bzw. die Anzeige, ja, da schon ein paar Sachen kaputt sind. Da leuchtet diese Inspektion 1, 2 sieht man jetzt nicht. Ne? Und deswegen werden wir das eventuell mal bei einem anderen Golf zurücksetzen, werde ich zeigen, wie das geht. Und ja, wichtig, Kauflinks unten in der Videobeschreibung und da ist auch der Link, wenn ihr bei einem anderen Auto Ölwechsel machen wollt, beziehungsweise wenn ihr euch informieren wollt, welches Öl ihr für euren Motor braucht, dann ist ein Ölwegweiser von Liquimolin Castrol, glaube ich, müsste unten sein. Und da könnt ihr euch schlau machen, was für ein Öl ihr braucht. Bestimmt die ein oder anderen Schrauberkollegen, die auch bestimmt wissen, warum sich dieser Schleim da sammelt. So wie ich das kenne, ist das Kondenswasser, schlechtes Öl, zu viel Kurzstrecke. Das sind so die Gründe, die ich kenne, warum sich der Schleim sammeln könnte. Und ja, schreibt das mal unten in die Kommentare, warum sich da so Schleim sammeln könnte. Und da gibt es bestimmt den einen oder anderen Schrauberkollegen, der da noch mehr weiß. Und ja, was beitragen könnte, bestimmt Christoph, der schreibt ja immer so viel, hat ziemlich viel Ahnung.
Ja. Schreibt mal alles unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.